Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen Ultimate General Civil War. Wir kämpfen jetzt hier in Gettysburg und der nächste Tag bricht an. Also, wir haben es überlebt. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen, wie glücklich ich bin. Jawohl, jetzt geht's los. Warte mal. Warum zeigt er mir hier 0 von 25 an? Der Typ hat, der hat ein paar Brigaden. Alter, wir haben ja gefickt hier. Die Stadt haben wir quasi verloren, ne? Das war gar nicht so wichtig, das eigentlich zu halten. Eigentlich hätten wir. Ah, fuck, ey. Wir hätten eigentlich Truppen sparen können, ne? Bitte schreibt es mir nicht in die Kommentare. Das ist egal. So, Schlacht von Gettysburg, 2. Juli 1863. General Lees Armee hat sich gesammelt und uns gestern erbittert angegriffen. Aber wir haben es geschafft, auf Cemetery Hill die Stellung zu halten. Von dort aus werden wir unsere Verteidigung organisieren. In der Nacht und am Morgen haben wir Verstärkung durch ein weiteres Korps erhalten, das am Cemetery Wright und am Corps Hill Position bezogen hat. Einige Brigaden sind auf der Emmitsburg Road zu einer Pfirsichplantage vorgerückt, um feindliche Bewegungen auszuspionieren. Wir müssen mit einigen ankommenden Angriff auf unsere linke Flanke rechnen und die Stellung halten, bis unser drittes Korps am Abend zur Verstärkung eintrifft. Ich glaube, ich werde noch mehr Videos von Gettysburg machen. Es wird nicht das letzte sein. Die Verstärkung des zweiten Korps hat ihre Position bei Corps Hill entlang der Cemetery eingenommen. So, einige Brigaden wurden entsandt, um die an der Straße zu bewachen, die ihre Position, bla bla bla. Okay. Konföderierte greifen vielleicht aus dieser Richtung an. Also sollten wir das Gebiet ausspähen, ihre Absichten zu durchschauen. Also mal eine Kavallerie hinschicken. So. Pause. Ich kenne das Schlachtfeld noch nicht. Hier habe ich den Text weiter weggedrückt. Ich glaube, die Position müssen wir nicht unbedingt halten. Ach, ist das hier schön. Hier kann man schön kämpfen. Das ist ein schöner Hügel. Den mag ich. Ideal für Kanonen. Die Position gefällt mir eher weniger. Aber bringt 94. Was soll denn Kanonen doppelt? Ach komm, lassen wir so. Halt, bleib so wie bist. In der Position haben wir nur Kavallerie. Tja, ich weiß auch gar nicht, was ich mit dieser Position soll. Also, wir können sie ein bisschen aufhalten, ja. Halten. Ich sehe gerade nur. Die halten, die halten, das halten, also die Linie. Okay, ist das hier nur eine vorgezogene Position? Weiß gar nicht, wie gut sich die halten lässt hier. 67, 67. Das ist jetzt nicht so der Hammer. Aha. Bringt jeweils Deckung 60. Also hier kann man sich noch gut verteidigen. Die Kavallerie ziehe ich mal nach vorne. Wir wollen ja erkunden, was der Feind denn macht. Wir spähen mal ein bisschen. Ich bin noch nicht so überzeugt, dass ich hier die Linie halte. Ich bin aber überlegen, ob wir mich gleich hier weiterziehen, aber gucken wir mal. Sollen ja mal Luki Luki machen, was der Feind so macht, ne? Ich bin gerade überlegen, der. Wie viel, warte mal.
viel Deckung habt ihr da in diesen Gebäuden? Wir haben da irgendwas im 60er Bereich gehabt, wenn wir natürlich hier 80 haben oder so, bleiben wir doch da im Gebäude. So, Hotz Division gesichtet. Er macht sich daran, unsere Linie anzugreifen. Bewegt mal euren kleinen Arsch. Ja, sieht doch schon mal besser aus als dort. Selber manchmal mit Osborne, der hat aber schon 80. Mal gucken, was er da im Gebäude hat. Will Osborne kann. Nein. Ah, fuck. Oh, ich hab mich verklickt. Ich wollte nicht Osborne, ich wollte jetzt Wickham hier mal hinschicken. Shit. Die 50 gehen auf mich, die gerade gestorben sind. Aha. Da sind Einheiten. So, dann würde es ja Sinn machen. Da mal Leute hinzupacken. Nicht, dass sie uns hier vorbeiziehen. Hau ab, hau ab. Kurz gucken. Ah, das ist jetzt hier so ein Hit. Oh, es ist jetzt da. Wichtig ist, denkt daran, diese Linie. Diese Linie ist wichtig. Sag ich jetzt nur zu mir selber. So, der Munitionswagen wird da nicht gebraucht, der kann da weg. Ich hätte gerne den Wald, also der Wald gefällt mir, ehrlich gesagt. Die Frage ist nur, wie kriegen wir die Typen da weg? Die Einheiten, die ich hier habe, reichen nicht bei weitem nicht aus. Super, wir. Was? Er kriegt keinen Schaden oder was? Und wir kriegen gleich 20 Mal weniger oder was? Drecksverein. So, 78. 80. Ja, 2000 Mann und meine Maus geht leer. Scheiße, ey. Ich brauche mal neue Batterien. Ah, die geht so schnell alle. Hier schießt mir lieber auf die Leute da. Weißt du was? Komm, zieh dich mal rüber. Hallo, ihr könnt ruhig gegen Dieter kämpfen, nur mal so als Info. Hallo, Kavallerie, macht ihr da was? Kavallerie kann sich zurückziehen. So, dann rücken wir da mal vor.
ganz kurz Pause. Wir könnten eigentlich diese Einheiten da auch abziehen. Ich weiß jetzt nicht, wie es gleich hier weitergeht. Ah, ich lasse ihn noch da. Könnt jetzt versuchen, ihn nach dahin zu ziehen und ihn von der Seite, damit der vielleicht auch rennt. Ach, komm, wir machen mal. Was passiert denn hier für eine Scheiße? Mal ganz kurz. Wallace! Osborn! Warum lebt er noch? Die kommen nach vorne. Los, holt sie euch, holt sie euch, holt sie euch. Kavallerie, los, 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 los. Charge. Halt. Kavallerie zurück. Halt, Feuer. Genau, ihr schießt noch drauf. Kavallerie in den Wald. Mein Plan ist es, aus dem Wald schön die Typen anzugreifen. Ah, ich versuche jetzt hier durch den Wald zu kommen, ne? Warum läuft der nicht? Wickham, komm ein bisschen zurück in den Wald. Der Wald ist unser Freund. Ich liebe Wald. Los, mach die Kanone platt. Okay, der hat uns hier den Weg, quasi den Weg abgeschnitten. Müssen den Weg da, brauchen Unterstützung. Wallace! Wir müssen sie erst wegkriegen, komm Wallace. Lauf du, Gesichtsgrätsche. Los, die Leute brauchen Unterstützung. Zurückfallen. Hier die Linie halten. Los in den Wald. Hinterher. Was ist denn hier los? Osborn, Junge. Osborn. Alte, übelte Kanalratte. Major General Brad Wickham wurde verwundet. Das ist natürlich schlecht. Ah, die Kanonen kommt. Da kommt Einheiten durch. Scheiße. Scheiße, ich brauche Leute. Weil die werden nie wieder an, die werden gar nicht ankommen da. Osborn, ein kleines Arschloch. Heinrich unterstützt sie.
Klasse laufen. Scheiße, den Wald haben wir verloren. Zurück. Zurückfallen. Nee, erstmal weiter weg. Los, Osborne, hau ab. Schade. Schade. Jetzt müssen wir da zurück. Einheiten der rechte Flanke. Was? Die Flanke, was verteidige ich hier hinzukommen? So, da kommen Leute. Juhu. Na, Osborne bleibt nochmal da. Oh, Alter, sind das viele Kanonen da hinten. So, alles schön von der Seite wegschießen. Auch nochmal die Kavallerie. Einfach nur mal seitlich. Hallo, Kavallerie. Einfach seitlich reinschießen. Halt, stopp. So. Wir brauchen Truppen, 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 Truppen. Also, einmal Stone, ne? Ich hätte gerne hier noch einen. Laufen. Ihr beiden, Force und Drayton, kommt erstmal hier hin. Und Gas. Nein, mein... Ah, Scheißendreck. Mein doofes Stromkabel für meine verfickte Funkmaus ist gerade so ein bisschen auf meinen Kaffee gelangt. In die Kaffeetasse rein. Naja, passiert. So, das ist doch keine gute Idee gewesen. Komm mal zurück. Noch ein Stück nach vorne und halt. Ah, ihr solltet eigentlich nur schießen. Zurückziehen, zurückziehen. Ja gut, die laufen. Naja, noch nicht ganz. Schade. Ja, greift die Nahkämpfer in der Deckung an. Ist eine hervorragende Idee. So, wir brauchen hier Motivation und die werden gleich durchbrechen. Ich glaube, wir brauchen mal Heinrich am Berg. Nein, oh, nein, 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 ich habe die falsche Einheit. Hier, du, Franklin. Wollte ich darüber? Also heute ist echt der Tag, wo ich immer die falschen Einheiten in der Hand habe. Ihr läuft aber, ne? Also ein bisschen Laufi, Laufi, Laufi machen. So, ja, jetzt ist der natürlich hier im Weg. Ich wollte eigentlich mit der Kavallerie vorbei und mir mal eine Kanone wegnehmen. Longstreet geht mir hier so dermaßen auf den Pisser. Ich schicke den jetzt seitlich dahin, damit der sich verpisst. Das ist mein Wald. Perfekte Scheiße. So, jetzt ist mir der Robertson im Weg. Ja, genau. Weiter da zwischenschießen. Kannst du wieder auf Position gehen. Blume. So, Heinrich, hier unterstützen. Ah, Scheiße. Stehen die Kanonen hier Reihe Weg runter. So, Wallace. Tja. Evans.
genau, Stone von der Seite. Das muss doch gleich was bringen. Hier, halt ihn mal ein bisschen weg. Und ich warte nur, bis er ihn wieder angreift. Dann können wir nämlich der Kavallerie vorbei. So, jetzt muss nur der da sterben. Genau, Kanonen da, volles Fund rein. Kavallerie dran vorbei. Schlimm ist, die sind ja im Wald, ne? Komm, kommt noch mehr von der Seite. Was? Ich bin noch gar nicht fertig. Ich bin noch gar nicht fertig, verdammte Kacke. Gut, wir sind in großen Schwierigkeiten. Erzählt mir mal was Neues. Ah, ich habe von daher einen abgezogen. Weitere Konföderierte greifen aus den Wäldern an. Es scheint sich um Andersons Division zu handeln. Fuck. Unser Hauptziel bleibt dasselbe. Wir müssen alle Hügelkämme südlich von Cemetery Hill beschützen. Sonst umzingelt uns der Feind und zwingt uns zum Rückzug der Schlacht. Das ist jetzt richtig ernst hier, verdammte Scheiße. Komm erstmal hier rum. Das eine Kanone will ich weghaben. Oh, die laufen. Scheiße. So, aus dem Wald ist jetzt quasi unserer. Ja, Franklin hat 200 Mann verloren mit einem Schuss. Scheiße. Den Hügel hätte ich trotzdem noch gerne. Den kann man gut verteidigen, bin ich der Meinung. Und das tun wir jetzt auch. So, General Franklin wurde verwundet. Das ist natürlich bescheiden. Ich schicke ihn zurück. Und da wir jetzt diese Position haben, ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch Verstärkung bekommen, hätte ich jetzt gerne doch wieder ein paar Truppen woanders. Ah, da kommt was. 1000 Mann ist jetzt nicht viel, aber man freut sich doch, ne? Er sollte ja nur kurz unterstützen. Sollte er gar nicht. Ja, meine Kavallerie ist Geschichte. Absolut. Das war doof. Tja. Da kommen sie schon. Fuck you. Fuck you, sind die schnell. Hier. Kommt dahin, aber absolut. Und das Problem ist jetzt Schäfer. Schäfer ist jetzt auch sowas von weit weg. Weil wenn sie von hinten kommen, macht das hier keinen Sinn. Wir werden umzingelt. Das ist jetzt das Problem. Aber wir haben sie hier ganz schön gut genervt, finde ich. Also, es ist schon schade, dass sie uns aus dem Wald rausgeschossen haben, aber meine Hoffnung ist gerade, dass die länger brauchen, um uns da jetzt hätte man noch eine Kavallerie gebrauchen können, die einfach mal ein bisschen aufklärt. Aber, na gut, ich habe sie geopfert. Ich wollte es so haben. Selber schuld. So, Kanonen. Passen wir jetzt ein bisschen an.
hier. Vielleicht ist das, sind das tolle, tolle Häuser. Die Nummer schnell weg. Besten Dank ausbauen. Ach, Nahkampf geht hier nicht, weil ihr keinen Bock habt. Ihr feigen Schweine. Dann weiter. Blume hat nur noch 800. Ja, ich hoffe, wir haben noch viel Munition. Einen will ich hier im Wald haben, nicht, dass irgendeine verfickte Kavallerieeinheit mir das da wegnimmt. Ich glaube, Reserven kriegen wir jetzt auch nicht mehr, das war's. Also Longstreet haben wir auf jeden Fall gut geschwächt. Also was ich am Anfang, am vorigen Tag falsch gemacht habe, habe ich glaube ich hier ein bisschen richtig gemacht. Dass wir quasi hier ihn echt so ein bisschen zermürbt haben. Das war gar nicht so doof. Ich frage mich gerade, hätten wir eigentlich auch hier noch weitermachen können, ne? Aber die Truppen hier waren auf jeden Fall falsch. Ich weiß nicht, wir haben ja da ein paar Einheiten gesehen. Hätte ich jetzt noch mehr Reserven gehabt, hätte ich, glaube ich, noch ein bisschen Zermürbungskampf weitergemacht. Aber ich glaube, jetzt ist der Tag, die Zeit gekommen, dass wir uns quasi mal ein bisschen, ja, eingraben. So, im 70er-Bereich, im 70er-Bereich, im 80er-Bereich, 80er-Bereich, erstmal eine Reserve. 100. Blume, ja, 80, kannst du sagen, 80. Spur mal ein bisschen vor. Fuck! Was machen die denn da bitte? Auch wieder so ein Fall, wo... Warum habe ich keine Kavallerie eigentlich, ne? Verstärkung ist eingetroffen. Juhu! Woot mit 500 Mann! 500 Mann! Jaha! Wir gewinnen! Okay, kommt doch ein bisschen mehr. Haha! Ihr kleinen Wichser! So... Ich weiß noch nicht, wie wichtig mir der Berg wird, aber ich hätte gerne noch mehr Truppen. So, wir haben eine Kavallerie. Die setze ich erstmal nach Norden. Ja, die töten. So, dann haben wir noch ein paar Kanönchen mit Tönchen. Ach, ist das schön. Und zwar nur kleine Kanönchen, aber die bauen jetzt hier uns schön auf den Hügel. Ey, du Flattervieh, was immer du bist, geh weg. Dann hätte ich hier gern noch mal ein paar Leute. Wallace musste halten. Wallace holt. So. Neu stelle ich einfach mal dahin. Ihr könnt die Schlacht noch genießen. Ihr seid erstmal in der Reserve. Ey, Alter. Na gut, metzeln Sie ein bisschen weiter ab. Aber ich hätte gern trotzdem, dass du wieder auf Position gehst. Am besten vielleicht nochmal nachschießt. So. McKellen, du musst ja gar nicht hin. Du bleibst mal bitte in der Mitte. Heinrich sollte da als Motivator schon reichen.
Aber das ist genau das, was ich meine, ne? Kommen die von hinten und versuchen, in die Position einzunehmen, die Schweinebacken. So, dreht euch wieder. Und euch verbiete ich jetzt zu schießen, weil wir da keinen Munitionswagen haben. Und ich glaube, es gibt noch einen dritten Tag. Ich glaube nicht, dass das hier nach den Abend noch... Also nicht vorbei ist. Das glaube ich sowas von nicht. So, dann bezieh deine Position wieder. Und Wooch geht nochmal hier hin. Wo ist die Kavallerie? Oh, ich habe doch Kavallerie gehabt. Wo ist die denn hin? Ich sehe die gerade nicht. Munitionswagen hatten die auch nicht, ne? Doch, da ist die Kavallerie. Ich will nur wissen, wo die feindlichen Jäger sind. Oh, ein bisschen mehr an den Rand. So. Da sind ihre Munitionswagen, aber da komme ich. Ich will jetzt keine Kavallerie mehr opfern. Weil wir doch hier viele Positionen haben, wo man echt mal gucken kann, was danach kommt. Da sind sie nämlich. Das meine ich. Greifen sie meine Kanonen an. Die schießen sie. Na, die müssen sterben. Die gehen mir sonst immer andauernd von hinten auf den Sack. Das halte ich nicht für gut. Solange wir hier noch keine Ärger haben, können wir ja mal sowas machen. Kannst wieder auf Position gehen. Die beiden müssen das schon machen. Hey, hey, hey. Aber ich sagte, du darfst schießen? Nein, habe ich nicht. Die laufen noch in den Feind rein. So, bleibst jetzt trotzdem hier auf Position. Und play. Geh nochmal ganz kurz hin. Da haben wir ja ganz schön viel gesehen, was da gerade kommt. Dürfte mich schießen. Feuer frei. Feuer frei. Feuer frei. Oh, kommt ein kleiner Angriff. Ich glaube, Wood, komm du mal hierher. Dass wir die Position hier halten. Auflane bitte. Ich werde gleich versuchen, mit der Kavallerie hier die Mitte nochmal aufzudecken. Wer weiß, was da noch kommt. Aber erst muss Wood da sein. Treffen die Kanonen nichts. Ah, schlecht. Wood, du darfst schießen, ne? Also, hier wollte ich nichts verbieten, Entschuldigung. Achso, er ist nicht getan. Achso. Da hinten ist wieder ein Skirmisher gewesen. Kavallerie ziehe ich zurück. Ha! Die greifen jetzt alle auf diese Position an. So. Was hat er denn als Deckung? 99. Das gefällt mir.
So, Kavallerie. Kanone lassen wir stehen. Ich will nur gucken, was da noch kommt. Ob ich die Mitte verstärken muss oder so, das ist so gerade meine Idee. Hier hinten lässt es ja gerade nach. Die versuchen da hinten. Ja, fuck you, ey. Ja, die schicken von unten nach oben. Ist nicht so viel, er sollte gehen. Aber der Typ geht mir auf den Sack. Los, nachladen. Typen töten. Richtig gut, richtig gut. Haben wir gefangen genommen. Nice, nice, nice. So. Dann geht erstmal. Ne, warte mal, die locken wir jetzt hin. Guck mal, wir sind ein paar tausend Mann. Hier gehen wir jetzt mal ein bisschen seitlich wieder. Alter, jetzt müsst ihr davor halten. Kanon auf die 500 Mann da. Genau. Wir nehmen das an. Was haben wir hier? Geschwindigkeit ist nicht so gut. Weil wir warten. Ah, zurück. Ich warte, bis die ankommen. Ah, jetzt kommt mir der andere im Weg. Kommen wir mal zurück. War nur eine Idee. Und Rückzug. War nur eine Idee. Das, was hier ist, was wir gerade sehen, das ist nicht mehr. Brauchen wir uns keine Sorgen machen. Das Einzige, was sein kann, ist, dass kurz vor Ablauf der Zeit die nur mal überall versuchen, einen Angriff zu fahren. Aber, ja, kannst du bestimmt wach geworden? Ja. Aber es sieht doch ganz gut aus hier. Die laufen. Dann Kanönchen auf die nächstgrößere Einheit. Ich spule mal ein bisschen vor, weil ich wirklich glaube, dass das hier noch nichts war. So, für die 550 Mann brauchen wir jetzt keine Kanonenkugeln ausgeben. Dasselbe Pause würde ich auch mal hier sagen. Kanonenfeuer einstellen. Wie gesagt, ich rechne damit, dass es noch einen Tag gibt. Ne? Also darum das Ganze jetzt. Entweder machen sie gleich noch einen Generalangriff oder sie lassen es. Ja, hier machen sie es, wie ich gesagt habe. Zu spät erkannt. Hier sind auch, wo waren die? Da sind Einheiten, na gut, die sind schon wieder weg. Ah, ich glaube, die kommen nicht ran, ne. Das war alles. Dann könnt ihr wieder Feuer einstellen. Wobei mir fällt ja gerade, ich habe ja alles falsch gemacht. Ich hätte ja mal so kämpfen sollen wie bei Game of Thrones. Meine Kavallerie nach ganz vorne in den Tod schicken. Kanonen soweit auch vor die Mauern. Haben wir gerade hier komplett falsch gekämpft, die letzten Tage. Na gut, Force ist ganz schön. Aber dafür haben wir ja hier noch Reserve, die noch was taugt. Ja, das war's. Das war die Nacht. Mindestens ein Tag kommt noch. Mindestens.
Punkte gehalten. So, Corpse Hill wird angegriffen. Jawohl, das sieht doch scheiße aus. Gut, ich glaube, das machen wir nächstes Mal. Ich glaube, Gettysburg wird uns noch ein paar Folgen erhalten bleiben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Like, einen Kommentar oder ein Abo. Würde mich sehr freuen. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.